Wären wir jetzt in einem Casino, dann würde vielleicht der ein oder andere am Roulette-Tisch beobachten können, dass manche Spieler eine sogenannte Martingale-Strategie anwenden. Kann man eigentlich so eine Martingale-Strategie auch im Optionshandel anwenden? Was ist überhaupt so eine Martingale-Strategie? Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Martingale. Ist das eine clevere Strategie oder ist es Wahnsinn? Das und mehr jetzt im Video. Ich habe es schon erwähnt, Martingale, das werdet ihr sehr, sehr häufig in Casinos antreffen. Und jeder von uns, der schon mal im Casino war, hat es wahrscheinlich schon mal gemacht. Das Ganze wurde tatsächlich im 18. Jahrhundert von Casino-Besuchern entwickelt, und zwar in Vorläufern von Roulette. Und ich persönlich habe auch schon Martingale im Roulette gehandelt. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Man geht an einen Roulette-Tisch und da gibt es irgendwie ja gerade und ungerade. Da gibt es rot und schwarz. Und dann kann man ja setzen, dass man sagt, okay, man wartet einfach bis zwei, dreimal von mir aus ungerade kommen und dann setzt man auf gerade. Und wenn man dann verliert, dann setzt man den doppelten Eintrag oder Einsatz wieder auf gerade. Und wenn man nochmal verliert, verdoppelt man nochmal den Einsatz und in der Regel wird man dann immer einen kleinen Gewinn rausholen. Und das scheint eine ziemlich clevere Idee zu sein. Ich kann mich erinnern, als ich so 18 war, habe ich mal mit einem Freund nächtelang da gesessen und da haben wir gedacht, wir haben den Stein des Weisen gefunden. Wir haben auf so einem kleinen Hausroulette, ne, das, was man so kaufen konnte, haben wir dann immer durchgespielt, nächtelang, und wir hatten gigantisch gewonnen, bis wir dann ein paar Punkte bekommen haben, wo uns dann mal jemand erzählt hat, das funktioniert nicht wegen Tischlimit und so weiter und so fort. Was ist jetzt aber genau so eine Martingale und könnten wir das im Optionshandel auch anwenden? Ich habe euch dazu eine kleine Präsentation mal vorbereitet. Ihr könnt diese Präsentation auch, wenn ihr wollt, hier unten unter dem Video, wir packen euch einen Link rein, könnt ihr die euch runterladen. Also klickt da unten einfach drauf und dann habt ihr die, könnt ihr selber nochmal ein wenig nachvollziehen. Wir machen es mal an dem einfachen Roulette-Beispiel, weil dann können wir es wirklich sehr gut auf den Optionshandel übertragen. Also, die Idee wäre, wir haben einfache Chancen, rot und schwarz, und wir starten eben mit 5 Euro Einsatz. Ist eine einfache Chance, bedeutet, entweder wir verlieren diese 5 Euro oder wir gewinnen 5 Euro. Also ganz einfach, müssen wir nicht kompliziert rechnen. Und wenn wir jetzt verlieren, dann verdoppeln wir einfach unseren Einsatz. Das heißt, 5 Euro gesetzt, verloren, 10 Euro Einsatz. Wieder verloren, 20 Euro Einsatz. Ne? Und so weiter und so fort. Und jetzt fragen wir uns einfach mal, kann das funktionieren? Ihr seht hier eine kleine Tabelle und da ist das mal so aufgelistet. Also Einsatz, Verlust, aufgelaufener Verlust, möglicher Gewinn und so weiter und so fort. Und wichtig ist, wenn ihr schon mal hier in die letzte Spalte hineinschaut, dann seht ihr schon möglicher Gewinn. Und da seht ihr, der mögliche Gewinn bleibt immer bei eurem Ersteinsatz. 5 Euro gesetzt, 5 Euro gewonnen. Mehr könnt ihr nicht gewinnen, egal wie oft ihr das verdoppelt. Und jetzt spinnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter und sagen, okay, was wäre denn, wenn man nicht zweimal hintereinander verliert oder dreimal, sondern wenn man vielleicht 7, 8, 9, 10 Mal hintereinander verliert? Und dann schaut das folgendermaßen aus. So, und da seht ihr bei 10 Mal, und ich muss jetzt selber mal ein bisschen auf die Zahlen hier schauen, weil das sind so gigantisch große Zahlen, das ist so ein bisschen dieses Prinzip auch des Schachbretts, ihr kennt das, mit dem Reiskorn, was man auf dem Schachbrett immer verdoppelt. Nach 10 Versuchen würde dann der ursprüngliche Einsatz von 5 schon auf 2560 Euro ansteigen. Der Verlust wäre natürlich dann auch wieder entsprechend 2560, und jetzt kommt der aufgelaufene Verlust, also was habe ich denn bis dahin verloren, wäre allerdings schon bei über 5000 Euro, also schon 5115 Euro. Ich habe mit 5 Euro angefangen und hatte jetzt schon 5000, also das Tausendfache verloren. So, mein möglicher Gewinn wären 5120, das heißt, was habe ich am Ende gewonnen? 5 Euro. Ne? Die Chance oder das Risiko, 5000 Euro zu verlieren, 5 Euro zu gewinnen. Verrückt, oder? So, machen wir mal weiter. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen und sagen, wir hätten angenommen mit einem Kontostand von 10.000 Euro angefangen, wo stehen wir denn da jetzt? Weil jetzt wird es nämlich langsam spannend. Das heißt, am Anfang geht es ja ganz langsam. Ne? Wir setzen 5 Euro ein und dann verlieren wir und da haben wir eben 9.995 und dann setzen wir 10 Euro ein und dann haben wir 9.985, also ganz, ganz langsam. Ne? Money Management vom Allerfeinsten. So, durch diese permanente Verdopplung haben wir es aber so, dass wir nach 10 Versuchen bloß noch 4.885 Euro haben. Das heißt, wir haben schon mehr als die Hälfte verbraten unseres Geldes und unser Verlust sind jetzt schon 51%. So, und jetzt kommt der Clou.
Jetzt kann man sagen, okay, machst es halt nochmal. Problem ist, jetzt kannst du es schon gar nicht mehr machen. Weil das, was du jetzt übrig hast, würde beim 11. Mal schon nicht mehr funktionieren, weil du schon nicht mehr verdoppeln kannst. Und wenn du nicht mehr verdoppeln kannst, kannst du schon nicht mehr deinen ursprünglichen Gewinn rausholen. Das heißt also, jede Martingale wird über kurz oder lang todsicher zum Totalverlust führen, weil du dann einfach nicht mehr weiter setzen kannst. Wer sich jetzt übrigens fragt, okay, es gibt ja Leute im Casino, die haben Unmengen Geld, warum machen die das nicht? Ganz einfach, die Casinos wissen das und führen Tischlimite ein. Das heißt, du kannst nicht unendlich viel Geld setzen. Du kannst also nicht sagen, ich fange mit 5 Euro an und setze dann irgendwann mal 50.000, sondern meistens haben die Tische dann, oder die Casinos haben dann Tischlimits, mehr kannst du nicht setzen. So, jetzt gibt es das an der Börse nicht. An der Börse könntest du theoretisch eine Martingale durchziehen. Was ist das Problem? Das Problem sind deine Taschen. Du hast einfach nicht so tiefe Taschen, als dass du sagen könntest, ich verdopple immer weiter, ich verdopple immer weiter. Weil schaut euch mal die Zahlen hier an, was du jetzt einsetzen müsstest. Aus den 2560 werden dann sofort 5120, 10.200, 20.400, der nächste wäre dann 40.000, 80.000, 160.000. Okay, und das wozu? Damit du am Ende 5 Euro gewinnst? Das würde niemand machen, ne? Und deswegen kann Martingale auch nicht funktionieren. Und vielen ist das nicht bewusst. Viele denken, naja, komm doch mal schnell, Einsatz verdoppelt, wirst du schon wieder rausholen, ne? Und ich habe ganz, ganz viele Leute scheitern sehen, weil sie gedacht haben, naja, komm, so eine Martingale kannst du ja mal anwenden. Wenn man logisch darüber nachdenkt, weiß jeder, dass es nicht funktionieren kann. Aber in der Hitze des Gefechts mit diesen ganzen Emotionen, die man im Trading hat, da ist es eben ein großes Problem. Und ihr seht es hier auch nochmal an dieser kleinen Grafik. Entschuldigt, ich bin nicht so der ganz große Excel-Kenner, der da hier schöne Grafiken basteln kann. Da seht ihr also ganz schnell, wie das nach unten geht und wie viel man dann wirklich viel, viel Geld verlieren könnte. So, jetzt übertragen wir das Ganze mal auf den Optionshandel. Könnte man da nicht auch einfach sagen, ich verdopple einfach immer die Position, rolle ein bisschen und so weiter und so fort, ne? Und da sage ich, nein, das könnt ihr nicht, weil über kurz oder lang werdet ihr mit jeder Martingale-Strategie pleite gehen, ne? Das heißt also, wenn man sagt, okay, ich verdopple, dann verdopple ich nochmal, das wird zum Ruin führen. Und es gibt im Internet sogar Software, googelt einfach mal so ein bisschen Martingale-Testlabor oder Martingale-Tests und da werdet ihr herausfinden, da könnt ihr Software kostenlos nutzen und da könnt ihr Testläufe machen. Und ihr werdet feststellen, Martingale zeigt euch immer wieder gigantische Gewinne, aber über kurz oder lang kommt immer der Verlust. Und das Problem ist, ihr wisst nie, wann er kommt. Der kann nach den ersten 10 Trades kommen, der kann nach 1000 Trades kommen. Irgendwann kommt er und dann ist euer ganzes Geld weg. Und deswegen, gerade im Optionshandel, wo man dazu neigt, ach komm, ich verdoppel einfach die Option, dann hole ich schon wieder rein über Zeitwertverlust und so weiter, ne? Lohnt sich das einfach nicht, das zu tun. Ich habe mal mit einem Bekannten gesprochen, der war in London bei einem Hedgefonds und die haben das getestet. Die haben gesagt, okay, könnte man denn am Aktienmarkt, wenn man Puts verkauft, nicht einfach eine Martingale-Strategie anwenden? Und die haben das durchgetestet und die haben festgestellt, dass man auf die letzten 200 Jahre, die haben natürlich die Optionspreise dann theoretisch berechnet und so weiter, dann hätte man jeden Marktcrash hätte man überstanden mit einer Martingale. Also man kann das überleben. Das Problem war bloß, um das Risiko in den Griff zu bekommen, wäre die Jahresrendite auf 1,2% gefallen, durchschnittlich. Das heißt, also sie haben so Mini-Positionen genommen, also so nach dem Motto, ich habe irgendwie ein Konto von 1 Million und riskiere 2 Euro pro Trade. Dann habt ihr natürlich, kriegt ihr jede Martingale durch, ne? Es lohnt sich bloß einfach nicht. Das bringt einfach nichts, ne? Und deswegen, macht solche Sachen nicht, vergesst es, dass ihr versucht, Martingale zu handeln. Es ist euer sicherer finanzieller Ruin. Dann macht lieber was anderes mit dem Geld, verschenkt's, kauft eurer Frau was Schönes, kauft euch ein schönes Auto, eine tolle Uhr, irgendwas, aber macht bitte keine Martingale. Es ist euer sicherer finanzieller Tod. Okay, das war heute mal ein kleiner Ausflug in die Welt der Spiele, der Spieltheorie. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir auch mal rein, ob euch das gefallen hat mit so kleinen Präsentationen, weil wenn, dann können wir das jetzt öfters mal machen. Wenn ihr, wie gesagt, diese Präsentation haben wollt, ich mache euch einen Link hier unten rein, könnt ihr euch downloaden und könnt es für euch nochmal mit verwenden. In diesem Sinne, ich bin gespannt auf eure Anregungen, Kommentare, freue mich auf euch beim nächsten Mal. Wir sehen uns wieder, bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.